begrüße ich Sie ganz herzlich zu dem Vormittag, das dritte Auge. Und für diesen Vormittag stelle ich Ihnen kurz vor, wie wir die Zeit gestalten. Es gibt eine Einführung ungefähr von circa einer Stunde, in der alles Wesentliche zum Thema beschrieben wird. Es ist also nicht nur die spirituelle und die esoterische Seite, die hier mit diesem für viele doch abstrakten Thema beschrieben wird, sondern es gibt auch wissenschaftliche oder ganz praktische Gesichtspunkte, wie man das Thema drittes Auge und Aura-Diagnose betrachten kann. Also ich betone, es ist halt jetzt nicht nur so ein ganz abgehobenes, esoterisches Ding, sondern es sind ebenso zum Ausgleich auch ganz bodenständische Fakten dabei. Nach der Einführung wird es die Möglichkeit geben, dass wir ca. 10-15 Minuten Pause haben. Danach haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Das heißt, alle Fragen, die der Vortrag, die Einführung aufwirft, aufgeworfen hat und eventuell auch Ihre eigenen Erlebnisse. Wir haben dann etwa um 11 Uhr plus minus die erste praktische Übung, weil was zählt an diesem Vormittag, sind ja die eigenen Erfahrungen. Theorie gibt es wie immer viel, aber für die Theorie braucht man eigentlich kein Seminar. Man kommt in ein Seminar, um einfach sich auszutauschen mit Gleichgesinnten, neue Ideen zu bekommen und vor allen Dingen praktische Übungen, praktische Erfahrungen zu bekommen. Diese praktische Übung, es wird eine Partnerübung sein, da haben Sie die Möglichkeit, im Zustand des vollen Bewusstseins, das heißt also, wir arbeiten nicht mit Suggestionen oder mit Affirmationen oder mit Glaubenssätzen, das ist noch aus dem alten Zeitalter, im Zeitalter der Autorität, die Meditation wird bei vollem Bewusstsein ablaufen und wir haben die Möglichkeit, dass wir hier das Energiefeld des Menschen, der feinstoffliche Bereich des Menschen, dass der dann doch gewisse Energien abstrahlt, sodass wir die Möglichkeit haben, von Personen Wahrnehmungen zu bekommen, die wir oft in stundenlangen Gesprächen nicht erhalten. Also das ist das Zentrum. Nach dieser Übung haben wir die Möglichkeit, über Farben, über Symbole, über Bilder, es gibt inhaltlich von den Meditationen zu zweit immer gewisse Wahrnehmungen, die man sich so als Privatier oft nicht deuten kann. Das wird natürlich im Anschluss der Übung dann noch aufgeklärt über eine Diskussion und über eine Deutung. Dann haben wir gegen Ende des Seminars, also besser gesagt, ich mit Ihnen noch etwas vor. In diesem Brief hat es Symbole. Und mich würde natürlich gegen Schluss des Seminars interessieren, welche Symbole da drin sind. Und also ich habe da keine Ahnung, aber wir schauen mal, wie weit Sie mit Ihren sogenannten außersinnlichen Wahrnehmungen sind. Welches Symbol befindet sich in diesem Umschlag? Das lassen wir dann so um 12:30 etwa rumgehen. Und machen Sie sich mal keine Gedanken. Einige haben das jetzt schon. Andere, die verzweifeln dann 5 Stunden, wenn sie nur denken, kommt natürlich nichts raus. Aber wenn man sein drittes Auge einsetzt, geht das. Sie werden erstaunt sein. Also wir schauen dann mal gegen Ende des Seminars, was da herauskommt. Zu meiner Person. Mein Name ist Helmut von Gritzinger. Ich habe eine wissenschaftliche Ausbildung. Ich habe in Darmstadt und Mainz studiert und komme sozusagen von einer bodenständigen Richtung, habe aber durch Auslandsaufenthalte, ja Indien, aber auch viele Aufenthalte in Südamerika, eine zusätzliche Weise, mit dem Leben umzugehen, kennengelernt. Also nicht nur der westliche Standard, der alles verpackt und wiegt und abmisst. Und alles, was man nicht abmessen und wiegen, verpacken kann, gibt es nicht. Sondern ich habe halt einfach etwas Zusätzliches kennengelernt. Das ist nicht besser und nicht schlechter, sondern zusätzlich. Also wenn jemand schwer krank ist und mit Chemotherapie noch zum Schluss Tode bestrahlt wird, dann macht man sich Gedanken, bevor man diesen Menschen zu Tode bestrahlt, kann ein Schamane oder ein Heiler von den Hopis vielleicht etwas machen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass oft vieles bei schweren Krankheiten möglich war mit sogenannten alternativen Heilmethoden.
Und ich bin seit 1984 selbstständig, habe halt jetzt noch keinen langen Bart, immer noch Haare auf dem Kopf, die sind übrigens echt, das ist kein Toupet. Und sehe halt vielleicht nicht so alternativ aus, wie das in diesen Kreisen üblich ist. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach. Man kann ja auch mal etwas anders machen. Und ich habe anfänglich in Darmstadt, einige kennen Frankfurt, dort in der Nähe ist Darmstadt, 1984 eine Praxis aufgemacht für Psychotherapie und Naturheilkunde, Weißer Kittel. Habe mich unheimlich wichtig gehalten. Man denkt, man muss die Welt retten. Das war früher so. Heute ist es bei mir nicht mehr ganz so. Und da kamen halt Menschen mit ihren Mütter- und Vaterkomplexen und mit ihren Verfolgungswahn und Fahrstuhlangst und Flugzeugangst. Und das habe ich halt 2-3 Jahre von früh bis spät gemacht. Und das war, sagen wir, interessant, aber meine Träume und meine Sehnsüchte waren etwas anders. Bis dann immer schwierigere Fälle in die Praxis kamen, also Krebs im Anfangsstadium, schwere Behinderung, psychiatrische Erkrankung. Und da kann man mit dem Psychologiestudium ehrlich gesagt überhaupt nichts anfangen. Null. Wissen Sie, die Leute, die Psychologie studieren, glauben immer, sie sind die Klügsten, wissen alles, können alles. Das stimmt überhaupt nicht. Ich musste das völlig umlernen. Und bei den schwierigen Fällen habe ich dann gelernt, in Sao Paulo oder in Recife an der Ostküste von Brasilien gibt es ganz hervorragende Heiler. Wenn jemand noch transportfähig war und einer schulmedizinisch abgeschrieben wurde, also wenn es wirklich hart auf hart ging, habe ich gemerkt, das, was du da gelernt hast, ich habe noch eine naturheilkundliche Zusatzausbildung, Heilpraktiker, da könnte man rein gar nichts machen, wenn man nur die Biochemie. Und was ich halt in Brasilien und teilweise in Peru erlebt habe, das war, ich konnte mir das damals nicht erklären, heute schon, das sind Menschen am Leben geblieben, denen man gesagt haben, sie haben vielleicht noch 4 Wochen, die leben auch heute noch. Und das ist nicht nur etwas Sensationelles, Faszinierendes, wenn das eine Regelmäßigkeit über 2,5 Jahrzehnte hat, es gibt keinen Knopf, keine 100%ige Sicherheit, dann fragt man sich, wie nimmt so jemand das feinstoffliche Energiefeld eines Menschen wahr? Gibt es eine Aura? Aura als Begriff für Abkürzung Aureole, also das Energiefeld der seelischen Energie, das um den Menschen abstrahlt. Und wie arbeiten solche Leute mit einem spirituellen Körper? Und diese Fälle, ich fliege auch heute noch öfters mit großen Gruppen nach Peru oder nach Brasilien. Also es gibt da noch ganze Reisen, wo man gute Heiler und Schamanen besucht. Manchmal lädt man noch solche Leute ein, hier nach Europa, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und ich habe dann lernen dürfen und mir auch einiges aneignen können, was als Europäer möglich ist. Und von diesem Ansatz her komme ich seit dem 29. November 1987 in die Schweiz. Genau, 29. November 1987, da waren die Naturärzte der Ostschweiz. Und für die habe ich ein paar Jahre, ich glaube bis 1997 gearbeitet. Dann kamen die Basler Psi-Tage dazu, da gab es 1988 schon einen großen Kongress. Und jetzt ist schon wieder 2009 und es sind jetzt fast 22 Jahre und ich komme immer noch sehr gerne in die Schweiz, inzwischen auf eigene Regie. Früher bin ich dann immer für verschiedene Veranstalter aufgetreten, heute in eigener Regie. Und an diesem Tag selber das dritte Auge. Diese Grafik haben Sie bereits als Kopie vorliegen. Wir haben es auf Seminaren erlebt, dass die Leute sagen, ich hätte gern dieses Blatt. Jeder hat dieses Blatt vorliegen. Und hier haben wir eine Darstellung der sogenannten feinstofflichen Energiezentren. Ein feinstoffliches Energiezentrum ist erst einmal für die Profis unter Ihnen, die schon länger sich mit diesen Dingen... Und deswegen muss man in die Einführung für beide Seiten sozusagen die Einführung berücksichtigen. Nacken-Schulterprobleme, also besser die Nackenschmerzen, sind Kommunikationsprobleme.